Rudolf Harbig Stadion ist also nun leer und die 20.000 haben heute voller Zufriedenheit ihren Heimweg angetreten. Das kann man verstehen. 7:0. Fast schon ein Ostereiersieg. Ja,
Trainer Helmut Petzold von der SG Dynamo Dresden, Sie sind der glücklichste Mann des Tages mit. Ich gratuliere sehr herzlich erst einmal. Danke. Ich möchte unseren Zuschauern sagen, dass wir natürlich auch den Trainerkollegen von Ihnen, den Sportfreund Beulich von der unterlegenen Aktivist-Elf eingeladen hatten zu diesem abschließenden Gespräch. Er hat uns einen Korb gegeben, aber ich möchte sagen, einen verständlichen Korb. Er sitzt mit seinen Spielern sehr niedergeschlagen noch in der Kabine. Und ich glaube, Herr Petzold, in seiner Situation würden Sie vielleicht jetzt auch nicht hier stehen. Hätte ich zumindest auch meine Spieler nicht im Stich gelassen. Denn dieser ihr Sieg kam auch etwas überraschend in der Höhe für uns. Selbstverständlich freuen wir uns. Aber man muss auch sehen, dass Brieske uns nicht so starken Widerstand geboten hat, wie wir erwartet hatten. Überaus schwach hat Brieske vor allen Dingen auf beiden Außenseiten, die Verteidiger gespielt. Matschak und Prinz. Jawohl, und haben uns sehr viel Spielraum gelassen, was von unseren beiden Außenstürmern Gumps, was auch in der Trefferfolge zum Ausdruck kommt, und Haag reichlich ausgenutzt worden ist. Ja, von den 7 Treffern haben eigentlich 2 die Brieske erzielt, nämlich Stopper Krüger und Lothar Haag, ihr Rechtsaußen, der aus Brieske stammt. Ein kleines bisschen Glück haben wir auch mal gebrauchen können. Wir haben in der ersten Serie viel Lehrgeld zahlen müssen mit solchen Toren. Ich erinnere nur, wir haben auch gegen Magdeburg hier zu Hause 2 Selbsttore gemacht und Magdeburg praktisch 2-0 in Vordergrund gespielt und am Ende doch noch dann 5-3 verloren. Herr Petzold, Ihre junge Mannschaft hat damit wahrscheinlich psychologischen Auftrieb erhalten und hat Anschluss gefunden an die anderen Mannschaften, die auch im Abstiegsstrudel stehen. Wenn ich von Ihnen einen Tipp erbitten dürfte, wen wird es wahrscheinlich erwischen im Abstiegskampf? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann sie nicht beantworten, weil noch 5 Spiele, zum Teil 6 und sogar noch 7 Spiele auszutragen sind von einigen Mannschaften. Und da ist es sehr schwer, jetzt schon eine Prognose aufzustellen. Jedenfalls werden wir versuchen, unter allen Umständen erst einmal den Anschluss zu halten, den wir uns heute geschaffen haben, zu dem letzten Drittel, so möchte ich mal sagen. Und dann müssen die weiteren Spiele beweisen, wer der Stärkere bleibt. Und wir, liebe Zuschauer, leben bis dahin alle weiter in Fußballspannung.